und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Regio TV. Diese Woche sind wir in Lastrup. Letzte Woche waren wir schon in Damme und auch hier ist heute der Bär los. Die Leute sind ausgelassen, sind alle super drauf und wir haben auch schon viele tolle Kostüme gesehen. Wir werden jetzt für Sie ein paar Impressionen einfangen. Viel Spaß dabei! Ganz seid ihr jedes Jahr hier? Ja, natürlich. Und dann feiert ihr ausgelassen oder was macht ihr dann hier? Ja, Lastrup Pillau! Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Danke, tschüss. Wagen habe ich 12 zusammen hier. Ja? Ja. Und als was bist du verkleidet? Ich bin als ein Ninja Turtle verkleidet. Als was? Als ein Ninja Turtle. Ninja Turtle, okay. Und dein Wagen, den hast du jetzt aber hier irgendwie... Der ist weiter vorne, verloren. Ja. Ja, okay. Wie lange dauert denn das sowas eigentlich hier, so eine Vorbereitung für den Karneval? Ja, da braucht man schon mindestens 2 Monate für. Ja? Ja. Und du bist auch dabei gewesen jetzt die letzten 2 Monate? Ja, natürlich, sonst wäre der gar nicht fertig geworden. Viel Spaß noch! Hello! Ja, bitte, bitte! Seit wann habt ihr die Vorbereitung getroffen für den Karneval hier in Lastrup? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ja, also November, Dezember. Läuft schon seit letztes Jahr. Hallo. Die Vorbereitung läuft eigentlich seit letztes Jahr Weihnachten. Ja. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ja, das sind die alten Hasen, ne? Die alten Hasen. Was heißt die alten Hasen? Ja, die alten Leute, sag ich mal. Ja? Also die jungen Leute haben da eigentlich nichts zu sagen, quasi. Das machen eigentlich immer die älteren Leute. Wer sind denn die alten Leute? Ja, ich sag mal so ab 35, 40. Okay, und das sind die jungen Hasen? Sozusagen, ja, das ist der Nachwuchs, ja. Ja, okay. Und die Kostüme, habt ihr die alle selber gemacht, geschneidert oder wie geht das? Also, die Omas und Opas und andere Frauen sitzen dabei und lernen. Ja. Das waren vorher mal Tischdecken. Das waren Tischdecken? Das waren Tischdecken vorher, genau. Und dann haben wir die zusammengenäht. Ja, gute Idee. Genau, ja. Da muss er,
ne? Heutzutage muss man ja alles verwerten, was man kriegen kann. Ja, dann wünsche ich euch heute noch viel Spaß. Feiert noch aus, Gigi. Ich will ein Interview geben. Tschüss. Und wie geht's euch heute hier auf dem Karneval in Lastrup? Gut. Ja. Super. Seit wann seid ihr zugange? Halb zehn. Ja, halb zehn. Haben wir uns getroffen. Und macht Spaß? Ja, auf jeden Fall. Das Wetter könnte ein bisschen besser sein. Ja, aber da kann man nichts dran machen. Karneval ist gestört hat nicht. Ja, genau, das stimmt. Und was habt ihr für ein Motto? Eskimo-Frauen. Bitte? Eskimo-Frauen. Das passt zu den Temperaturen auch irgendwie. Ja, genau. Würde ich mal sagen. Wer überlegt sich das sowas im Vorfeld? Das machen wir im Stammtisch gemeinsam. Okay. Seid ihr nur Frauen? Ja, ja. Wir gehen jedes Jahr mit 20 Frauen. Gehen wow. Wir, ja. Das wievielte Jahr seid ihr dabei? 17, ne? Ja. 17 Jahre. Wow. Ja, ja, dann habt ihr bald 20-jähriges Jubiläum. Wir sind damit groß geworden. Ja. Wir gehen immer schon mit. Mit den Eltern schon mitgegangen und jetzt selber. Ja, ja. Ich bin immer schon mit den Eltern mitgegangen. Ja, super. Ich finde das toll. Ich wünsche euch noch heute ganz viel Spaß. Feiert auch schön. Ja, danke. Tschüss. Okay. Was war das? Was habe ich hier denn für tolle Fratzen? Was seid ihr? Wir sind der Zauberwald. Der Zauberwald. Das ist so. Also die Männer gehen alle als hübsche Gnome. Ja. Und die Frauen, ja, dann weniger hübsch als Hexen. Ja, tolle Nase. Ja, aber dafür haben wir ganz schöne Kinder hinbekommen. Ja, da müssen wir ja gleich noch mal ein paar Bilder von euch machen. Seit wann seid ihr denn in der Planung? Da muss man nicht fahren. Seit wann seid ihr in der Planung? Seit wann macht ihr das, die Vorbereitung? Seit Januar gehen wir noch. Seit Januar? Und das wievielte Mal seid ihr jetzt dabei? 5 Jahre. 5. Jahr? Ja, genau. Also, und macht Spaß? Ja. Ja, dann feiert noch schön. Also die Kostüme finde ich toll. Ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch ja gerne noch bei Regio TV bekommen. Eigentlich hätten wir ja noch Masken aufsetzen wollen, aber das haben wir nicht mehr geschafft. Nee, das braucht ihr auch gar nicht. Sag tschüss. Wie sieht's aus bei euch? Eigentlich kommen die Wikinger doch hoch aus dem Norden. Da seid ihr ja gar nicht nördlich genug hier, oder? In Lastrup. Ja klar, ist das hier. Spitze ist das hier. Doch. Ja, da muss man auf jeden Fall hier zum Karneval kommen, oder? Ja, selbstverständlich, deswegen sind wir hier doch. Seid ihr jedes Jahr dabei? Wir sind jedes Jahr dabei. Okay, und aber jedes Jahr ein anderes Kostüm? Ja klar, jedes Jahr, nicht zu erkennen. Und wie lange dauert denn so eine Vorbereitung für so einen Karneval? Wochen. Wochen? Wochen. Ja, und wie geht man da dran? Wer gibt Ideen vor? Wie geht denn das? Wir treffen uns und jeder gibt was dazu und dann haben wir einfach ein Ergebnis und dann macht auch Spaß. Dann müssen alle mit anpacken, damit die Kostüme fertiggestellt werden. Ja klar, Barbara, sag du mal was. Ja, die werden bestellt, angezogen und fertig. Achso, ich dachte, ihr näht die selber. Ja, natürlich. Ja. Die Stoffe werden bestellt. Ah, okay. Die Stoffe haben wir bestellt und die Haare haben wir wachsen lassen bis dahin. Ja. Und dann ist alles gut. Sieht richtig gut aus. Ja, danke. Das steht hier. Haben wir also richtig Vorbereitung gehabt. Ja. So, jetzt kommt auch endlich ein bisschen die Sonne durch. Das habt ihr heute verdient, ne? Ja. Haben wir bestellt so. Ja, das hättet ihr ein bisschen früher bestellen sollen. Ja, wir haben uns so gedacht, wir bestellen den Regen, wenn die Leute da sind, dann können sie ein bisschen meckern und jetzt können sie mit guter Laune nach Hause gehen. So. Ja, dann wünsche ich euch heute noch viel Spaß hier, ne? Dankeschön. Hello. Hello. So gibt's nur was Leckeres zu essen. Eine Sonnenblume mit Würstchen. Na, und jetzt, für euer Team habe ich extra die Würstchen mitgebracht. Meine Güte, da darf ich ja jetzt schon nicht Nein sagen. So, ihr seht ja toll aus. Wer hat denn sich solche tollen Kostüme ausgedacht? Das machen wir selber. Das machen wir immer. Das machen wir jedes Jahr selber. Oh, das und ist wir ja Traditionsgruppe, die schon seit 30 Jahren hier mit dem Karnevalsverein unterwegs ist, mit Jung und Alt und das ist ganz toll. Und dann habt ihr gedacht, wenn die Sonne heute nicht vom Himmel scheint, dann zumindest von unseren. Ja, natürlich. Also farbenfroh muss es immer sein. Und wir wussten ja, dass der Regen-TV kommt, deswegen haben wir extra die Würste mitgebracht. Ja, also dann wollen wir doch mal probieren. Also denke ich doch. Heiße Bockwurst für Regio-TV. So, dein Kollegen, der kriegt natürlich auch ein. Unser Kameramann nimmt auch gleich noch ein Würstchen. Ist in Ordnung. Seit wann seid ihr denn so mit eurer Vorbereitung zugange? Ja, seit Dezember ungefähr fangen wir an, genau. 6 bis 8 Wochen. Genau, planen wir vorher und dann machen wir halt jeden Samstag Wagen bauen. Ja, das macht Spaß, jung und alt. Unsere Kinder sind dabei. Mit Kind und Kegel, alle. Und das generationenübergreifend. Ja, genau. Muss das sein. Ja, das wäre toll. Wahrscheinlich haben eure Eltern euch da schon mal irgendwie. Ganz genau. Finde ich ganz toll. Ja. Viel Spaß doch. Feiert heute. Vielen Dank. Ciao. Hello!
Alles auf Position. Und Action. Bei dieser Bank liegt mein gesamtes Geld. Ja, es ist wirklich die beste Bank, die man in dieser Umgebung hier bekommen kann. Und außerdem, ich kann das gerade nicht. Cut! Was soll das denn heißen? Du kannst das nicht? Das ist doch ganz einfach. Du musst bloß den Text sagen. Sie ist wirklich die beste Bank, bei der man sein Geld anlegen kann. Ja, ich weiß, dass der Text ganz einfach ist, aber ich meine, das stimmt doch einfach gar nicht. Hä? Future Fonds ist doch die beste Bank, bei der man sein kann. Ja, sieh mal, erstens, sie haben wirklich die günstigsten Investitionskredite überhaupt. Und außerdem gibt es schon Kreditkarten ab 29 Euro. Mach die Kamera aus. Und das Geld ist auch immer mehr. Mach die Kamera aus. Ja. Wasserbüffel lieben Wasser. Und das ist auch gut so, denn davon gab es reichlich, als wir die Büffelherde von Rita und Peter Biel besuchten. Das Züchter-Ehepaar aus Strickamoor erfreut sich zurzeit am neuen Nachwuchs. Einen Tag vor Heiligabend kamen die Büffelbabys auf offener Weide zur Welt. Der Bulle Amos und seine Damen haben mal wieder ganze Arbeit geleistet. Ja, der Wasserbüffel hat eigentlich das größte Interesse, dass er frisst. Und meistens ist es ja dann das ganze Jahr über das Grüne auf der Weide. Und das Besondere an dem Wasserbüffel ist eben, dass er nahezu alles frisst. Er frisst von Brennnessel über Disteln, über Schilf, über normales Weidegras, eigentlich alles. Verhindert Verbuschung. Ja, die hat Sehnsucht, ich müsste eigentlich rausgehen und sie in den Arm nehmen, aber das machen wir dann nachher dann. Mit dem Wetter in unseren Breitengraden haben die Tiere keine Probleme. Die sind das ganze Jahr draußen, sind ja auch wetterfest, auch im Winter, haben aber dann diesen Unterstand. Und da ziehen sie sich dann zurück, wie wir im Moment gerade sehen, laufen die hinten auf der Weide. Und brauchen den Unterstand nicht, obwohl das Wetter heute eigentlich nicht gerade fernsehgeeignet ist. Nee, ich hätte ihnen auch gerne schönen Sonnenschein beschert. Aber den Wasserbüffeln ist es egal. Jetzt ist es für die ja sogar noch warm, denn wir haben ja positive Temperaturen. Aber selbst wenn es 20 Grad minus ist, sind die Tiere draußen. Aber sie können dann eben auch in den Stall rein und wir legen dann ordentlich Stroh aus und die legen sich eng zusammen, sodass sie gegenseitig wärmen. Meistens die Kleinen dann in der Mitte. Und so überstehen die den Winter auch prima. Meistens sind sie auch bei Winter draußen. Und deswegen haben wir ja auch die Raufen draußen. Die Tränke ist draußen, ist aber eine beheizbare, sodass sie also praktisch das ganze Jahr über gut versorgt sind hier. Seit 10 Jahren züchtet Peter Biel Wasserbüffel. 98 war eigentlich der Tag, als wir, da war ich noch Vorsitzender des Vereins Indianerhilfe und Tropenwaldschutz,
Über den haben wir Wasserbüffel bekommen, um in unserem Projekt in Paraguay eine Farm aufzubauen. Das hat dann aber nicht geklappt. Jetzt hatten wir die Tiere aber schon. Und jetzt habe ich mir überlegt, einige aus unserer Gruppe, die haben also in erster Linie an Schlachten gedacht. Und das lag mir nun ganz fern. Und habe mir Gedanken gemacht, was kann ich mit dem Wasserbüffel hier machen, was nun sinnvoll wäre. Zur Seite stand mir zu der Zeit ein Professor Dr. Hilmar Zeigert aus Oldenburg, ein Agrarökonom. Und mit ihm zusammen habe ich dann ein Konzept entwickelt, den Wasserbüffel als Landschaftspfleger zu etablieren in Deutschland. Bin dann ganz vorsichtig angefangen, nur mit ein paar Tieren. Und habe dann auch Unterstützung aus der Landwirtschaft bekommen, weil ich selbst kein Landwirt bin. Und die Herde wächst. Im Moment sind das 11 Tiere. Das ist für die Weide, die wir von der Forst gepachtet haben. 5 Hektar nur. Eigentlich ein bisschen klein, um hier zu expandieren, das weiter aufbauen zu können. Denn wir wollen eigentlich nur eine Großviereinheit auf der Fläche haben. Die Kleinen zählen natürlich nicht vollwertig. Die Kleinsten kriegen ja auch noch Muttermilch. So dass wir dann zum Frühjahr wieder die Tiere auf andere Weiden geben. Und da kooperieren wir im Moment mit Gut Sanum, die uns im letzten Jahr auch schon ein paar Tiere abgenommen haben und haben die dort dann auch im Einsatz für ihre Menschen, die dort wohnen. Seine Wasserbüffel werden weder gemolken noch geschlachtet. Aber unser Schwerpunkt ist eben die Landschaftspflege und deswegen sagen wir von Anfang an, wir wollen kräftige Kälber haben. Der Nachwuchs soll naja auch durch den nächsten Winter, eigentlich ja jetzt auch schon durch diesen. Und da sind sie halt bestens ausgestattet und ausgerüstet durch die Muttermilch. Also verzichten wir auf das Melken und damit auch auf den Mozzarella. Den kaufen wir uns lieber dann auch selber, entweder von befreundeten Züchtern oder man kann ihn auch im Einkauf kriegen. Aber es gibt auch Fleischprodukte natürlich. Auch das haben wir jetzt nicht mehr vor, denn unsere Herde stammt aus Ungarn, Österreich und wir haben jetzt ganz neues Genmaterial sozusagen. Wäre es viel zu schade, die Bullen zu schlachten, die jungen Bullen, so mit 2 Jahren oder 2,5 oder so, dann geben wir sie lieber als Zuchtbullen in befreundete Projekte. Wertvolle Arbeit leisten die Tiere in der Landschaftspflege. Ja, weil sie durch keinen anderen großen Pflanzenfresser zu ersetzen sind, nicht? Die Landschaftspflege ist für mich das Wichtigste. 2008 gründete Peter Biel mit Wissenschaftlern und Naturschutzexperten den IFWL, den Internationalen Förderverband zum Einsatz des Wasserbüffels als Landschaftspfleger. Praktisch haben die nichts anderes zu tun, als zu züchten und die Landschaft zu pflegen. Das heißt, das Gras zu fressen, da wo Wasserflächen sind, es vom Schilf zu befreien. Dadurch bleiben die Wiesenvögel wieder dort, sonst würden diese Flächen alle verlanden. Und der Wasserbüffel sorgt sozusagen auch für Ordnung und gleichzeitig dann auch für Artenvielfalt. Und der Wasserbüffel, weil die Flächen ja alle vernässt sind, ist das einzige Tier, was diese Flächen dann noch beweiden kann. Und das ist ein längerer Prozess sicherlich, der noch auf uns zukommt, aber für diese Aufgabe steht der Wasserbüffel jetzt zur Verfügung. Und sonst hätte die Wissenschaft keine Alternative gehabt, denn alle anderen großen Pflanzenfresser sind eben nicht geeignet, wenn man mal vom Elch absieht. Aber da kann man schlecht auch mit umgehen, mit diesen großen Tieren. Ne? Die Wasserbüffel sind ja handzahm sozusagen. Landwirten könnte sich durch die Zucht von Wasserbüffeln eine zusätzliche Verdienstmöglichkeit bieten. Ja, man kann natürlich Geld damit verdienen, wenn man das aufgebaut hat, noch mehr, wenn man die Flächen selber hat. Aber Landschaftspflege kostet auch Geld und der Staat gibt eine ganze Menge dafür aus, dass die vielen Naturschutzflächen, die wir haben, nicht oder zuwuchern. Und dafür braucht man unterschiedliche Tiere. Für die Heide kann man natürlich Schafe einsetzen. Aber wenn die Flächen viel größer werden und wenn Schilf dabei ist, wenn Wasser dabei ist, dann ist nur noch der Wasserbüffel in der Lage, diese Flächen zu beweiden. Da kann man Mittel bekommen
auch als Landwirt. Und das ist, gehört jetzt zu diesem Projekt, was erkundet wird, wie weit die Landwirtschaft insgesamt einbezogen wird. Das ist natürlich auch ein Umdenkprozess notwendig. Mir haben die Tiere sofort gefallen. Dem einen oder anderen Landwirt wird es natürlich nicht ganz so leicht fallen, sage ich mal. Erstmal, sagt erstmal, was sollen die hier? Einen großen Erfolg in Sachen Artenschutz bescherte der Emus hirtus. Der behaarte Kurzflügelkäfer ist vom Aussterben bedroht. Aber auf der Weide in Hundlosen sind viele von ihm zu finden. Peter Biel freut sich, wenn der Käfer im Frühjahr wieder durch das Gras krabbelt. Büffel sei Dank.